Meine Damen und Herren, wer in der Überschrift eines Vortrags etwas so Grundsätzliches signalisiert wie Bemerkungen zu einem neuen Geschichtsbild, der ist dazu verpflichtet, diesen Anspruch auch zu begründen. Behauptungen kann jeder aufstellen. Behauptungen gewinnen aber nur dann Gewicht, wenn sie belegt werden. Sonst bleiben sie Meinungen. Und Meinungen sind unverbindlich. Mit unverbindlichen Meinungen werden wir heutzutage bis zum Überdruss eingedeckt. Was ist ein Geschichtsbild? Die kürzeste Formel dafür lautet: die Gesamtheit der Vorstellungen, die jemand von der Geschichte hat. Dabei kann es sich um die Geschichte des eigenen Volkes handeln, und das würde mit Rücksicht auf die letzten 1,5 Jahrhunderte bedeuten, um die Nationalgeschichte. Es kann aber auch eine bestimmte Vorstellung vom Ablauf der gesamten Weltgeschichte sein, zum Beispiel das Schema des christlichen Entwurfs vom Weltenverlauf, wie es der heilige Augustinus 4 Jahrhunderte nach Christus entwickelt hat. Oder das organologische Schema des Blühens, Reifens und Verfallens von Weltkulturen, das von Oswald Spengler seinem Untergang des Abendlandes zugrunde gelegt worden ist. Man kann diese erwähnte Gesamtheit der Vorstellungen, die ein Geschichtsbild ausmacht, noch weit genauer umreißen. Ein Geschichtsbild kann auch derjenige haben, der nichts von der mühseligen, kreislaufbelastenden Art der Geschichtsforschung kennt, wie sie an den Universitäten betrieben wird. Das heißt, das Geschichtsbild eines derart erfreulich unbefangenen Menschen ist vor- oder unwissenschaftlich, wenn man die Forderungen der heutigen Geschichtswissenschaft und ihr Pochen auf Mindestforderungen der Genauigkeit dagegen hält. Im Unterschied dazu gibt es Geschichtsbilder, die den Anspruch erheben, wissenschaftlich begründet zu sein. Und schließlich kennen wir nicht nur die Geschichtsbilder von Einzelpersonen, sondern auch diejenigen von Gruppen, Großgruppen, Völkern und Nationen. Wie entsteht ein Geschichtsbild? Sehr einfach. Durch das Erzählen von historischen Ereignissen oder durch zusammenhängende Berichte vom Verlauf der Geschichte. Und dabei spielt es eine wesentliche Rolle, wer von der Geschichte erzählt. Eltern, Verwandte, Schullehrer, Dozenten an den Universitäten, Politiker, Medienmoderatoren oder wortkundige Sachbuchautoren. Ein Geschichtsbild entsteht immer auch mit Rücksicht auf bestimmte Prägungen der jeweiligen Gegenwart. Wer nach 1945 aus seiner Heimat ausgetrieben worden ist, der wird aufgrund der persönlichen Erfahrung eines grauenhaften Abschnitts der Nachkriegsgeschichte ein anderes Geschichtsbild besitzen, als etwa ein Rheinpfälzer, dem möglicherweise zur selben Zeit die Weinernte wichtiger gewesen ist als das Weinen derjenigen, die aus der Heimat verjagt worden sind. Geschichtsbilder können also in einem beträchtlichen Ausmaß selbst das Ergebnis der Geschichte sein, das Ergebnis eines Geschichtsprozesses. Sie hängen in einem solchen Fall wesentlich vom Gegenwartsbewusstsein des Einzelnen oder der Völker ab. Zu den Grundelementen eines Geschichtsbildes gehört deshalb auch die historische Selbsteinschätzung, das politische Selbstverständnis, gehören aber auch die Motive des Verhaltens und Handelns und ebenso die Rechtfertigungen, die man für die Gesamtheit der Zielsetzungen zur Verfügung hat. Für diese abstrakten Beschreibungen gibt es mehr als genug praktische Beispiele. Die Situation des Geschichtsunterrichts ist bei uns seit Jahrzehnten kurios. Daran haben wir uns so sehr gewöhnt, dass wir die gegensätzlichen Meinungen des Für und Widers hinsichtlich eines Geschichtsbildes als Normalzustand ansehen und sogar behaupten, es würde sich um das Nonplusultra einer wissenschaftlichen Erkenntnis handeln. Nach 1945 hat ein offiziell verordnetes Bemühen um Revision des Geschichtsbildes eingesetzt. Gerhard Ritter, damals der große alte Mann der deutschen Geschichtsforschung, hat 1948 den Bedarf mit dem Satz skizziert: In solcher Lage wird das Bemühen deutscher Historiker um eine nüchterne, gründliche, nach beiden Seiten vorurteilsfreie Revision des herkömmlichen deutschen Geschichtsbildes zu einer unmittelbar politischen Pflicht. Mit diesem Satz ist einerseits das bis 1945 gültige Geschichtsbild verworfen worden.
Dasselbe Geschichtsbild im Übrigen, für das dieselben Historiker mitverantwortlich gezeichnet haben, die damals die Ärmel für seine Revision aufgekrempelt haben, allen voran Gerhard Ritter selbst. Andererseits war in dem Wort Revision keineswegs die Intention beschlossen, die Gültigkeit eines allgemeinen Geschichtsbildes überhaupt zu verwerfen. Und trotzdem ist von maßgeblicher Seite diese Revision bis zur völligen Ablehnung eines Geschichtsbildes vorangetrieben worden. Das hat zu dem Klima nach 1945 gehört. Es war die günstigste Zeit für die charakterlich besonders Elastischen, die sich der Steigbügel des alliierten Wohlwollens bedient haben. Diese Leute haben die Kunst entwickelt, die schrecklichste Havarie unserer Geschichte zu einer Landung an den Gefilden der Seligen umzudeuten. Dazu aber ist es unerlässlich gewesen, die Verbindlichkeit eines Geschichtsbildes zu bestreiten. So heißt es etwa in einem besonders weit verbreiteten Handbuch des Geschichtsunterrichts, das zum ersten Mal 1956 erschienen ist, in den folgenden Jahrzehnten viele Auflagen erlebt hat und das noch immer als gültig angesehen wird. Es heißt da, der Pluralismus unserer heutigen geschichtlichen Sichtweisen, die üblen Erfahrungen mit der Ideologisierung des Geschichtsunterrichts, die größere kritische Potenz der modernen Geschichtswissenschaft, die Skepsis gegenüber jeder Gesamtdeutung der Geschichte und nicht zuletzt unser wohl empfindlicher gewordenes pädagogisches Gewissen schließen ein allgemein verbindliches Geschichtsbild heute aus. Das mag hier und da beklagt werden, bleibt aber ein Faktum. Wo weder Philosophie noch Geschichtswissenschaft ein Gesamtbild der Geschichte vorlegen können, wäre es vermessen, wollte die Schule ein derartiges Ziel ansteuern. Meine Damen und Herren, deutlicher kann man die Notwendigkeit eines Geschichtsbildes kaum ablehnen. Wenige Seiten später aber heißt es in demselben Handbuch: Es ist zu wünschen, dass das im Unterricht erworbene Wissen nach und nach zu einem geordneten Ganzen zusammenwachse. Damit ist ganz gewiss nicht ein perfektes, in sich abgerundetes Gesamtbild der Geschichte gemeint und auch nicht die Interpretation des Geschichtsverlaufs mit Hilfe handfester Leitlinien und Schemata. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als den Erwerb verlässlicher Kenntnisse und Vorstellungen vom großen Gang der Geschichte, von der Abfolge und Eigenart der Zeitalter, ihrem besonderen historischen Kolorit, den Wendepunkten und Umbruchszeiten. Dass hier die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut, das sollte man dem Verfasser nicht ankreiden. Er gehört zu den vielen Opfern einer ernsthaften Störung der Urteilsfähigkeit. Denn dieser Kurzschluss findet sich bei fast allen erklärten Gegnern eines Geschichtsbildes, dass sie nämlich nicht umhin können, mit einem wie auch immer gearteten Geschichtsbild zu operieren, wenn sie Geschichtsunterricht und ebenso Geschichtsforschung nicht mit einem stumpfsinnigen Anhäufen von Geschichtsmaterial verwechseln. Und deshalb sind auch in den Jahrzehnten nach 1945 in schöner Mehrgleisigkeit zahlreiche Bücher und Artikel erschienen, die ebenfalls von kompetenten Geschichtslehrern stammen und die in bewunderungswürdiger Naivität das Geschichtsbild der Jugend untersuchen, um festzustellen, wie verheerend es damit stehen würde. Im Wesentlichen wird zwar auf das lückenhafte Wissen und die zu einem Großteil auch katastrophale Unkenntnis von der Geschichte verwiesen, die sich bei vielen gründlichen Untersuchungen herausgestellt hat. Aber die Verfasser machen auch besorgt auf die Konsequenzen aufmerksam. Und so wird in einem Buch des Deutschen Jugendinstituts, das 1964 unter dem Titel »Das Geschichtsbild der Jugend« veröffentlicht worden ist, vom Mangel an Leitbildern gesprochen, von der Anpassung als genereller Leitidee, von der Entstaltung, vom Pluralismus, der Konstanz und dem Wechsel in den Vor- und Leitbildern der deutschen Jugend als einer gegenwartsbezogenen Variante der historischen Sicht. Karl Jaspers hatte 1951 entschieden die Ausformung eines deutschen Geschichtsbildes gefordert. Er hat sich damit in die Arbeitslinie all derjenigen platziert, die sich nach 1945 der totalen Revision unseres Geschichtsbildes angenommen hatten. Etwas moderater ist diese Notwendigkeit eines Geschichtsbildes auch von der Kultusministerkonferenz verkündet worden.
Ihre Empfehlung vom 17. Dezember 1953 hatte gelautet: Der Geschichtsunterricht soll dem jungen Menschen helfen, ein eigenes Welt- und Menschenbild zu gewinnen, sowie seinen Standort und seine Aufgaben im Geschehen zu erkennen. Die Einsicht in die Zusammenhänge vergangenen und gegenwärtigen Geschehens muss wissenschaftlich begründet und wertbestimmt sein. Sie soll sich nicht nur in Urteilsfähigkeit erweisen, sondern sich auch in Verantwortungsbewusstsein und Tatbereitschaft für Gesellschaft, Staat, Volk und Menschheit bezeugen. Das klingt nicht nur anspruchsvoll, sondern ist es auch in hohem Maß. Wichtig aber ist das Plädoyer für ein Geschichtsbild, das die jungen Menschen als Ergebnis des Unterrichts entwickeln sollten. Das ist im selben Atemzug geschehen, da von so vielen, die sich für kompetent erklärt haben, ein allgemein verbindliches Geschichtsbild abgelehnt worden ist. Diese Verwirrung in Westdeutschland gegenüber ist die damalige DDR von Anfang an stolz gewesen auf ihr neues, fortschrittliches Geschichtsbild. Da hat es kein Wenn und Aber gegeben, da hat es keine Zweifel im Unterricht und an den Universitäten gegeben. Im Staat der SED ist das in sich geschlossene marxistisch-leninistische Geschichtsbild vermittelt worden. Auf dieses marxistische Geschichtsbild muss in der heutigen Situation der Deutschen nicht näher eingegangen werden. Erheblich interessanter ist das westdeutsche Durcheinander in Sachen Geschichtsbild, das in den letzten 5 Jahrzehnten geherrscht hat, also fast ein komplettes Halbjahrhundert geherrscht hat. Wie gesagt, offiziell ist bei uns, also in erster Linie im Geschichtsunterricht, ein allgemein verbindliches Geschichtsbild verpönt gewesen. Andererseits aber ist in den Rahmenrichtlinien der Kultusminister als Ziel des Geschichtsunterrichts trotzdem ein geschichtliches Gesamtbild, also ein Geschichtsbild, anvisiert worden. Drittens schließlich hat es für niemanden, der sich mit diesem Thema befasst hat, den geringsten Zweifel daran gegeben, dass trotz aller anarchischen Freudigkeit der Schulen den Unterricht an ein jeweils eigenes Schulgeschichtsbuch zu binden, das sich von denjenigen der Nachbarschulen unterschieden hat, in Westdeutschland ein bestimmtes Geschichtsbild auch vermittelt worden ist. Meine Damen und Herren, Geschichtsschreibung und Geschichtsunterricht sind heute ein Politikum. Sie sind es nicht von sich aus, also ihrem Wesen nach. Das heißt auch, dass vor allem die Historiografie nicht unweigerlich im politischen Dienste stehen muss, obwohl gerade sie mit besonderer Vorliebe in Dienst genommen wird. Denn keine wissenschaftliche Disziplin lässt sich leichter in Dienst nehmen und manipulieren als die Geschichtswissenschaft. In den letzten 150 Jahren haben in Deutschland die politischen Systeme wiederholt gewechselt. Das nationale Erwachen der Völker hatte im 18. und 19. Jahrhundert der Geschichte ein außerordentliches Gewicht gesichert. Die Geschichte ist als ein unüberbietbarer Garant und Beweis des Selbstwertes, der überragenden Eigenständigkeit jeden Volkes gewertet worden. Auf diese Weise sind die jeweiligen nationalen Geschichtsbilder entstanden. Sie haben auch die maßgebliche Rechtfertigung für das politische Selbstbewusstsein der Menschen und der Völker geliefert. Die national ausgerichteten Geschichtsbilder haben sich noch zusätzlich in verschiedene Formen differenziert, in konfessionelle, konservative, nationalliberale oder sozialistische Geschichtsbilder. Der erwähnte Wechsel der politischen Systeme hat uns Deutschen nun nicht nur 4 unterschiedliche Regierungsformen beschert, sondern auch entsprechende Geschichtsbilder. Wir hatten bis 1918 die Monarchie und dann folgte die liberalste Demokratie, die wir kennen, nämlich die Weimarer Republik. Sie ist abgelöst worden von den 12 Jahren des Nationalsozialismus und seinem Geschichtsbild. Anschließend haben 4 Jahrzehnte lang von 1949 bis 1989 in West- und Mitteldeutschland unterschiedliche Regierungssysteme und gegensätzliche Geschichtsbilder geherrscht. Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches ist es also keineswegs vorbei gewesen mit den indoktrinierten und indoktrinierenden Geschichtsbildern. Denn auch das demokratische Staatsgebilde in Westdeutschland hat nicht darauf verzichtet, im Geschichtsunterricht das parlamentarisch-demokratische System als höchstes historisches Ziel des fortschrittlichen Strebens nach der besten Lebensform zu propagieren.
dass der Staat über die Hebel der Kultusministerien seinem Einfluss die Wege bahnt, liegt zweifellos in seinem Interesse. Ob sich aber dieses Interesse der wissenschaftlichen Objektivität oder sagen wir ruhig der Wahrheit unterordnet, das ist eine ganz andere Frage. Der Wechsel der Staatsformen hat keinen totalen Wechsel der Geschichtsbilder bedeutet. Sieht man einmal vom marxistisch-leninistischen ab. Bei der jeweiligen Umwertung der historischen Sicht sind zahlreiche Elemente der früheren Geschichtsbilder, also die bis dahin gültig gewesen sind, erhalten geblieben. Sie sind übernommen oder nur leicht variiert worden. Anderes wiederum ist komplett verworfen oder bewusst ausgeblendet worden. Am charakteristischsten dafür ist bei uns das nahezu völlige Versacken der spätmittelalterlichen Ostkolonisation ins Niemandsland des Vergessens nach 1945. Wenn sie überhaupt erwähnt worden ist, dann im Zeichen eines frühdeutschen Imperialismus und krimineller Expansionsgelüste. Generell muss man sagen, dass der Umwertung der Geschichtsbilder ein breites Spektrum fließender Manipulation zugrunde liegt. Das reicht von belanglos scheinenden Subjektivismen über verbogene, schiefe und verzerrte Darstellungen bis zu bewussten Fälschungen und zu krassen Lügen. Wer sich die Mühe macht, dieselben Personen oder Prozesse der Geschichte in ihrer Bewertung durch West- und durch mitteldeutsche Historiker in den Zeiten des SED-Regimes zu vergleichen, dem bleibt das Kopfschütteln nicht erspart. Und sofern er das Geschäft der Geschichte ernst nimmt, hat er alle Hände voll zu tun, um nicht tiefen Depressionen zu erliegen. Gründliche Geschichtsforschung pocht auch heute noch darauf, dass aller Anfang der Historiographie auf der Feststellung von Tatsachen beruht. Diejenigen Sprecher, die sich der politisch geprägten Volkspädagogik verschrieben haben, messen der Feststellung von Tatsachen einen anderen Stellenwert zu. Eines der typischsten Beispiele ist die Behandlung des Reichstagsbrandes in der Geschichtswissenschaft. Es hat ein jahrelang oder jahrzehntelanges Für und Wider gegeben, ob es die SA gewesen ist oder Göring oder ob es doch Van der Lubbe war oder ob es vielleicht doch die Kommunisten gewesen waren. Bis plötzlich Herr Fritz Tobias einen dicken Wälzer vorgelegt hat und dem er eindeutig nachgewiesen hat, dass es Van der Lubbe war. Dass es die Tat eines Einzelgängers gewesen ist, den Reichstagsbrand anzuzünden. Die Forschung sagt im Wesentlichen, jawohl, der Fall ist ausgestanden. Und Golomann hat sich gemeldet und hat gesagt, das muss ich auch zugeben. Aber es wäre aus volkspädagogischen Gründen sehr viel besser gewesen, wenn Herr Tobias dieses Buch nicht geschrieben hätte und man es der SA oder Göring weiterhin hätte angreifen können. Also die Tatsachen. Wenn überhaupt, dann dient diese Art Geschichtsforschung der Besitz von Tatsachen nur dazu, sie zu manipulieren. Sie nehmen dabei für sich in Anspruch, dass ihr Appell an die Tatsachen den Anschein erweckt, als wäre die Entstellung genauso korrekt wie die Unumstößlichkeit der Tatsachen. Die beste Aussicht auf Erfolg besteht dabei in dem Verfahren, Informationen zu unterschlagen oder den Zugang zu ihnen einfach zu blockieren. Es gibt bei uns in Deutschland ein Gesetz, dass es aus Gründen einer befürchteten Volksverhetzung und noch etlichen anderen Gründen untersagt, den wesentlichsten aller Schuldsprüche, der auf den Deutschen lastet, nämlich den Komplex der Konzentrationslager und die Judenverfolgung, auch nur in der Fragestellung aufzugreifen. Wer dagegen verstößt, der riskiert es, aus der Sphäre der garantierten wissenschaftlichen Forschungsfreiheit in die existenzbedrohende Sphäre des Judiziellen zu geraten. Für das Verzerren des Geschichtsbildes gibt es bei uns wahre Sturzbäche von Beispielen. Am deprimierendsten sind diejenigen, an denen sich die Vorherrschaft politischer Opportunität zeigt. Hermann Eich hat in einem Buch über historische Schuld und Freisprüche einen besonders krassen Fall geschildert. Er schreibt, zu Beginn der 70er Jahre einigte sich nach vielen Anläufen eine deutsch-polnische Schulbuchkommission auf gemeinsame historische Empfehlungen. In der Bundesrepublik Deutschland stießen sie auf Widerspruch. Das bayerische Kultusministerium meinte,
Der Ostpolitik der sozialliberalen Bundesregierung zuliebe sei von deutscher Seite aus Tagesopportunität einer Unterdrückung von Tatsachen zugestimmt worden. So sollte zur Schonung Warschaus das geheime Zusatzabkommen im Hitler-Stalin-Pakt über die Teilung Polens vom Herbst 1939 unerwähnt bleiben. Mit Rücksicht auf den sowjetischen Nachbarn, der jede Zeile der deutsch-polnischen Vereinbarung mit Argwohn las, blieb in den Empfehlungen auch die Ermordung der polnischen Offiziere in Katyn unerwähnt. Dass Polen im Osten Gebiete an die Sowjetunion abtreten musste, sollte ebenfalls übergangen werden. Soweit also das Zitat aus Hermann Eich. Die deutschen Bearbeiter der zwischen Warschau und Bonn vereinbarten Empfehlungen haben sie einen Ausdruck politischen Willens, nicht aber wissenschaftlicher Erkenntnisse genannt. Das war die Definition des Mainzer Professors Josef Joachim Menzel. Sie hat besagt, dass es um einen Wiedergutmachungsakt gegangen ist. Eine historische Reparation für das Leid also, das Deutsche über Polen gebracht hätten. Auf polnischer Seite hat man nicht verstanden, warum die deutschen Schulbücher nicht sofort entsprechend den Empfehlungen korrigiert worden sind. Dem Hinweis, dass Schulbücher in der Bundesrepublik Deutschland Ländersache sind, Landesregierungen sich diese Bücher also nicht von der Bundesregierung vorschreiben lassen, hat man in Warschau für eine Ausrede gehalten. Das deutsch-polnische Kulturabkommen hat sich a conto dessen verzögert, hat dann aber bei seinem Zustandekommen schließlich im Jahr 1976 beide Regierungen verpflichtet, den Vereinbarungen Geltung zu verschaffen. Die von der CDU und CSU gebildeten Landesregierungen haben ihre Weigerung damit begründet, dass polnischen Geschichtsvorstellungen in unvertretbarer Weise nachgegeben worden sei. Eine Prüfung polnischer Schulbücher hat dann im Jahr 1981 ergeben, dass die Empfehlungen bis dahin ignoriert worden waren. In Warschau hat man sich also Zeit genommen. Ungeduld ist nur gegenüber dem deutschen Schulbuchpartner an den Tag gelegt worden. Und so viel ich weiß, sind diese Revisionen auch nicht vorgenommen worden. Wahrscheinlich ganz zu Recht, denn jetzt müsste man es ohne dies umschreiben und jetzt wird man auf jeden Fall umschreiben, auch in Polen. Interessant an diesen und den vielen anderen Beispielen, die man fast endlos aneinanderreihen könnte, ist nicht nur die unterschiedliche Sicht der Deutschen und der Polen. Nicht weniger interessant ist die Voraussetzung, die für die Gesprächspartner der Schulbuchkommission als selbstverständlich angenommen worden ist, dass man sich auf ein gemeinsames Geschichtsbild hätte einigen können. Was ja nichts anderes heißt, als dass die Notwendigkeit eines solchen Geschichtsbildes anerkannt und als unerlässlich eingeschätzt worden ist. Lassen wir einmal sämtliche Varianten beiseite, die sich in den Geschichtsbildern der deutschen Schulbücher und bei unseren Geschichtswissenschaftlern nachweisen lassen. Sehr viel einfacher ist es nämlich klarzustellen, worin diese Geschichtsbilder übereinstimmen. Und da entsteht in groben Zügen etwa folgendes Bild. Ein erster grundsätzlich verbindlicher Rahmen ist nach 1945 von den Siegeralliierten durch das Prinzip der Umerziehung der Deutschen abgesteckt worden. Unsere gesamte Geschichte bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ist zu einem Irrweg erklärt worden. Diesem Urteilsspruch hat sich die erwähnte Revision des Geschichtsbildes unmittelbar nach 1945 eingegliedert. Und seitdem, meine Damen und Herren, stampfen wir Deutschen vor allem im offiziellen und öffentlichen Bereich geduldig mit der melancholischen Schwermut von Rindern über die von den Siegern vorgezeichneten Wege unserer Geschichte. Hauptkategorie ist dabei das Wort von der deutschen Schuld, der Kollektivschuld oder Erbschuld gewesen. Die Geschichtsschreibung legt sich aber selbst den Strick um den Hals, wenn sie sich dem Diktat moralischer Richtweisung beugt. Wenn überhaupt, dann sind Werturteile erst nach der faktenbezogenen Klarstellung der Sachverhalte aufgrund zuverlässiger Informationen am Platz. Deshalb hat auch eine Kategorie wie diejenige von der ewigen Schuld Deutschlands und der Deutschen im neuen Geschichtsbild nichts zu suchen. Michael Wolfson, der hier an der Bundeswehrhochschule doziert, hat das jüngst auf die kürzeste Formel gebracht: Schuld wird nicht durch Gene vererbt.
Und das zwingt zu erheblichen Konsequenzen, sowohl für das neue Geschichtsbild als auch für das Verhalten in der aktuellen Politik. Diese Konsequenzen stellen sich im Übrigen zwangsläufig ein. Mit der Politik im Büßergewand, für die Kanzler Brandt und die sozialliberale Koalition der 70er Jahre ein unvergessliches Beispiel oder vielmehr Schauspiel geliefert hat, ist es ein für alle Mal vorbei. Das hat nichts mit einer Verniedlichung der Geschehnisse vor einem Halbjahrhundert zu tun. Es hat mit der Sachlichkeit historischer Arbeit zu tun. Die Experten im Auffinden deutscher Untugend sind in ihrem Eifer so weit gegangen, dass sie die Geschehnisse, die sie angeprangert haben, allein schon deshalb begrüßt und notfalls auch konstruiert und erfunden haben, um sie verdammen zu können. Wie sollte man anders die vielen Fälschungen und Lügen erklären, die sich in unserer Zeitgeschichtsforschung finden? Auf der Krim-Konferenz in Jalta im Februar 1945 hat Stalin die sowjetischen Kriegstoten mit 5 Millionen beziffert. Ein knappes Jahr später, im Nürnberger Prozess, ist diese Zahl von den Russen auf 7 Millionen erhöht worden. Kurze Zeit später hat dann plötzlich die Zahl von 20 Millionen Toten als verbindlich gegolten. Sie ist immer wieder erwähnt worden. Bis heute ist der Verdacht nicht beseitigt, dass dabei, wenn diese Ziffer wirklich zutreffen sollte, die von der sowjetischen Führung in den 30er Jahren ermordeten Russen dazugezählt worden sind. In deutschen Schulbüchern finden sich im Übrigen noch höhere Zahlen. Und dies unbeschadet der Tatsache, dass inzwischen in sowjetischen Veröffentlichungen die Statistik der Kriegsverluste erneut um viele Millionen gesenkt worden ist. Ähnliches haben die Polen gemacht. Sie haben zu ihren Toten die erschlagenen Deutschen dazugezählt, die bei der Vertreibung umgekommen sind. Ein anderes Beispiel ist charakteristisch für unser konfuses Verhältnis, eben vor allem zu den Polen. Die Zeit der deutschen Besetzung Polens im Zweiten Weltkrieg ist zum Teil zu Recht und zum Teil aus eindeutig politischen Gründen, die im Wesentlichen mit der beabsichtigten Annexion der deutschen Gebiete jenseits der Oder und Neiße zusammenhängen, als Jahre der schlimmsten Gräuel geschildert worden. Selbst die Ermordung der polnischen Offiziere in Katyn ist von offizieller polnischer Seite, wider besseres Wissen uns Deutschen angelastet worden. Dabei ist aber das Schicksal der 18.000 polnischen Soldaten und Offiziere, die in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten sind, vollständig unterschlagen worden. Ihre Behandlung hat sich nicht nur im Allgemeinen korrekt an die Bestimmungen der Genfer Konvention über die Kriegsgefangenen gehalten, sondern ist beträchtlich darüber hinausgegangen. Den polnischen Offizieren ist sogar gestattet worden, eigene Lageruniversitäten einzurichten und sich auf diese Weise fortzubilden, und zwar bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Alfred Schickel von der Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle in Ingolstadt hat die deutsche Öffentlichkeit durch seine Arbeiten als erster wieder an diese Tatsachen erinnert. Er schreibt unter anderem: Zu den nachmalig prominenten Dozenten dieser Hochschulen gehörte auch der spätere polnische Außenminister Adam Rapacki, der seinen Kameraden im Offizierslager Dössel bei Warburg-Westfalen schon damals, unter den Nazis also, seine Vorstellungen von einem künftigen sozialistischen Volkspolen vorgetragen hat. Manche deutsche Gefangenenseelsorger spendeten ihnen nicht nur geistlichen Trost, sondern suchten ihnen auch noch eine zusätzliche Freude zu machen, indem sie die Gottesdienste in polnischer Sprache abhielten, was ihnen eigentlich untersagt war, und auch gelegentlich Rügen der Vorgesetzten militärische Stellen eintrug. Soweit also das Zitat von Alfred Schickel. Die Sowjetführung hatte beabsichtigt, durch Ermordung der polnischen Offiziere die polnische Elite möglichst auszurotten. Dass das nicht gelungen ist, ist im Wesentlichen der Behandlung der kriegsgefangenen Offiziere durch Deutschland zu verdanken. Ein polnischer Kapitänleutnant, der vom Alltag des Lagerlebens in den 12 deutschen Offizierslagern für die Polen berichtet und die Universitäten, Sportplätze, Bibliotheken, Orchester und Prozessionen über die großzügigen Lagergelände an hohen kirchlichen Feiertagen erwähnt hatte, der hat das Ergebnis in den Satz zusammengefasst: Wir sollten der göttlichen Vorsehung dankbar dafür sein, dass wir nicht die Gefangenen der Russen waren. Anders gesagt, Polen hat das Überleben seiner Elite dem Deutschland des Dritten Reiches zu verdanken. Neben Außenminister Rapacki waren unter anderem auch der erste Verteidiger von Warschau, General Juliusz Rommel, nicht zu verwechseln mit Rommel,
Professor Wasilkowski, der Rektor der Warschauer Universität nach dem Krieg, und General Tadeusz Bor-Komorowski, der den Warschauer Aufstand geleitet hatte in deutschen Kriegsgefangenenlagern. Sie haben ebenfalls die erstaunlich zuvorkommende Behandlung in Deutschland bestätigt. Hitler hatte übrigens eigens angeordnet, General Bor-Komorowski aufgrund seiner Tapferkeit wie einen Ehrengefangenen zu respektieren. Meine Damen und Herren, warum erwähnt diese Tatsachen kein einziges deutsches Geschichtsbuch? Werte, Normen, Beziehungsmarken oder wie man die Koordinaten nennen will, die für den Einzelnen unerlässlich sind, wenn er nicht fähig ist, allein mit seinen An- und Ausfällen des Ichs fertig zu werden, mit seinem eigenen Ungenügen oder gar seiner inneren Leere, die er dann entweder sinnvoll oder mehr oder weniger geschmackvollerweise zu füllen versucht. Hinsichtlich dieser Koordinaten also beruft sich der parlamentarisch-demokratische Staat auf die Wahrung der Freiheit der Person, auf seine Liberalität und lehnt es deshalb ab, inhaltlich etwas zu den Werten zu sagen. Seine Zurückhaltung, die er als Toleranz ausschildert, ist so entschieden, dass er sich dem Verdacht aussetzt, er sei der Meinung, es gebe solche Werte, Normen, Beziehungsmarken nur in den Gebetbüchern oder in den Anthologien von Spruchweisheiten der Völker. Die intensivste Verbindung zwischen dem Staat und dem Bürger bildet in Deutschland die Steuergesetzgebung, der Wehrdienst und die Straßenverkehrsordnung. Nun sind die früheren Identifikationsmuster zwischen dem Staat und seinem Bürger, zwischen dem Volk und dem Vaterland samt seiner Geschichte, ist eine Vokabel wie Deutschsein bestimmt kein Metaphysikum. Was wir von der Geschichte wissen müssen, ist sicherlich nicht dazu da, um unsere Selbstgefälligkeit zu hätscheln. In diesem Punkt haben wir den Nationalstolz des 19. Jahrhunderts hinter uns. Geschichtsschreibung heißt also auch nicht, Erinnerungen nachzuträumen, die wir gerne gehabt hätten. Gerade deshalb ist für das neue Geschichtsbild nichts wichtiger als der radikale Bruch mit dem Grundsatz der Selbstgeißelung in der historischen Arbeit. Das Flagellantentum ist uns seit Jahr und Tag von allen möglichen parteipolitischen Sprechern, von unseren Experten in der sogenannten Trauerarbeit und vom Bundespräsidialamt nahegelegt worden, dieser Institution zur Pflege des aufrechten Ganges in gebückter Haltung. In dieser Frage gibt es heute keine Konzession. Keine Vermittlung. Hier ist in Zukunft nicht einmal ein Entweder-Oder möglich. Uns sollte dabei ein Mann wie Mahatma Gandhi einiges lehren, der doch als leibhafte Verkörperung der Absage an Gewalt und Überheblichkeit gilt. Gandhi hatte festgestellt, ich sehe Indien lieber zu den Waffen greifen, als dass es ein hilfloser Zeuge seiner eigenen Entehrung würde und bliebe. Waren wir nicht seit 1945 lange genug Zeugen sowohl unserer eigenen Entehrung als auch einer beschämenden Selbstaufgabe? Die verantwortlichen Politiker, die bei ihren Entschlüssen mit einer Vielzahl offener oder verkappter Pressionen fertig werden müssen und deshalb genötigt sind, Kompromissen zuzustimmen, haben es schwerer als die Historiker. Gerade deshalb aber sind Historiker dazu verpflichtet, strikt zu trennen zwischen unumstößlichen Tatsachen und den Konsequenzen, die von den Politikern daraus gezogen werden. Strikt zu trennen auch zwischen Recht und Politik. Und das heißt zunächst einmal das Recht zur Objektivität. Wer diese beiden Bereiche nicht auseinanderhält, sondern miteinander vermischt, der verewigt die Manipulation der Geschichte. Das Recht ist eine Richtmarke, die den Schwankungen und Wellenschlägen der Tagespolitik nicht ausgesetzt ist, die also auch unberührt bleibt von den wechselnden politischen Interessen. Damit unterliegt insbesondere das Völkerrecht und speziell das Recht der Selbstbestimmung weder dem Zugriff der Politiker noch dem der Historiker.
Nichts hat zurzeit klarer bewiesen als der Golfkrieg und die geschlossene Ablehnung des irakischen Zugriffs auf Kuwait durch die Vereinten Nationen, dass am Ende des 20. Jahrhunderts dem Völkerrecht mehr Gewicht zukommt als dem Raubgriff eines mächtigeren Staates. Ich will auf die anderen Gründe des Golfkrieges gar nicht eingehen. Mir kommt es nur um diesen Rechtsstandpunkt an. Und auf diesem Rechtsstandpunkt haben sich auch unsere Historiker bei der Arbeit zu halten. Vor allem insofern sich das Recht auf die Gestaltung des Geschichtsbildes auswirkt. Ebenso wie politisches Handeln heute den rechtlich begründeten Notwendigkeiten unterliegt oder zumindest unterliegen soll. Was sich dabei möglicherweise abstrakt und allzu theoretisch gibt, das hat beachtliche Konsequenzen für die Bewertung der deutschen Situation nach der Zusammenführung West- und Mitteldeutschlands im Jahr 1990. Beachtliche Konsequenzen vor allem für die historische Bewertung der Abmachungen der 2+4 Gespräche, bei denen sich die deutschen Verhandlungspartner haben dazu nötigen lassen, auf die deutschen Ostgebiete und damit auf mehr als ein Viertel des Territoriums Deutschland zu verzichten. Unter welchem Zwang diese Regelung zugestimmt worden ist, das wird sich in den nächsten Jahren noch deutlicher herausstellen, als es schon zurzeit der Fall ist. Auf unser Geschichtsbild wird das jedoch weniger Auswirkungen haben, als im Augenblick zu befürchten ist. Dafür sorgt schon der Veränderungs- und Auflösungsprozess der östlichen Staaten, der seit Jahren vor sich geht. Nicht ohne eine gewisse Genugtuung sind die Sezessionsbemühungen der baltischen Staaten zu verfolgen, die bis an den Rand der Existenzgefährdung auf ihr Recht auf Selbstbestimmung pochen. Man sollte sich in diesem Zusammenhang immer wieder einmal die geografische Lage dieser Gebiete vor Augen halten. Gelingt es Litauen, wiederum die völlige Selbstständigkeit zu gewinnen, dann wäre der nördliche Teil Ostpreußens von Sowjetrussland abgeschnitten. Boris Jelzin, Präsident der Sowjetrepublik Russland, der sich reformerischer gibt als der Reformer Gorbatschow, wäre zwar bereit, Litauen die volle Souveränität zu gewähren, doch bei seinem letzten Besuch in Königsberg hat er mit allem Nachdruck versichert, Ostpreußen ist und bleibt russische Erde. Meine Damen und Herren, Kriege des 20. Jahrhunderts haben wiederholt die Grenzen verändert. Für den Historiker ist es nicht ganz einfach, eindeutig die Frage zu entscheiden, ob sich etwa durch den Ausgang des Zweiten Weltkriegs Schlesien, Pommern, Ostpreußen nur dem Anspruch der Sieger nach in polnische und russische Erde verwandelt haben oder ob das tatsächlich der Fall gewesen ist. Russland könnte sich darauf berufen, dass es durch das Zusatzabkommen des Hitler-Stalin-Paktes nur seine Gebiete jenseits von Bug und Sahn zurückgeholt hat, die Polen während des Bürgerkrieges zwischen Weiß und Rot nach dem Ersten Weltkrieg widerrechtlich an sich gerissen hatte. Stalin hat nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Gebietszuwachs beharrt, den er 1939 mit Hitler ausgehandelt hatte. Die deutschen Territorien jenseits der Oder-Neiße-Linie samt dem Süden Ostpreußens hat er Polen als Kompensation überlassen. Der erste übrigens, der diesen Vorschlag gemacht hat, war Churchill. Offenbar haben wir ihm deshalb den Karlspreis für Aachen verliehen. Polen hat also nicht einmal den Schein eines Rechtsanspruchs besessen. Dies umso weniger, als es sich vom SED-Staat schon 1950 im Görlitzer Abkommen den Raub der ostdeutschen Gebiete hat legalisieren lassen. Aus tagespolitischen Gründen mag man heute die Annexion von 114.000 Quadratkilometern deutschen Territoriums, das Sudetenland nicht mitgerechnet, als unvermeidlich ansehen. Der Historiker kann aber nicht umhin, diese politischen Gründe als einen der krassesten Verstöße gegen das Völkerrecht zu bezeichnen, den es in unserem Jahrhundert gegeben hat. Vor dem Hintergrund des Golfkrieges heißt das, die Kuwaitis erhielt zur Wahrung ihres Rechts die Waffenhilfe der Weltgemeinschaft. Uns Deutschen wird dies vorenthalten. Boris Jelzin und die polnische Regierung können sich zweifellos auf das Raubrecht der Sieger des Zweiten Weltkriegs berufen. Können wir Deutschen demgegenüber nicht nur die Geschichte bemühen, sondern auch das Völkerrecht?
Beides würde uns dazu ermächtigen, unverändert von Ostpreußen, vom ehemals deutschen Distrikt Danzig, von Pommern, Schlesien und den Sudetengebieten als von deutschen Gebieten, deutscher Erde zu sprechen. Nicht anders, als es die Südtiroler durch das ganze 20. Jahrhundert beharrlich getan haben und sich darin bis heute durch keinerlei politischen Wetterwechsel haben beirren lassen. Auch nicht davon, dass sie im Ringen um den Erhalt ihres Volkstums von deutschen Regierungen schmählich im Stich gelassen worden sind. Diesen Tatsachen wird ein herausragender Stellenwert in unserem Geschichtsbild zukommen. Die Ostgebiete rücken sowohl in der historischen Sicht als auch dank der veränderten Rolle Deutschlands aufgrund der neuen politischen Situation seit 1990 wieder ins Gesichtsfeld. Für Polen und die Tschechoslowakei wird es zu einer Frage von Nichtsein oder Sein, dass sie sich dem Prozess der europäischen Einigung eingliedern. Welche Hürden und Barrieren dabei noch im Wege stehen mögen, er wird als Ganzes eine staatliche Lockerung und ständig zunehmende Möglichkeiten der Durchdringung mit sich bringen. Dieser Annäherungsprozess wird im Praktischen die umfassende Gleichstellung sämtlicher europäischer Völker und Volksgruppen, sprich Minderheiten, bewirken. Im Falle Polens und der Tschechoslowakei heißt das, die Sieger des Zweiten Weltkrieges mögen in der Lage gewesen sein, uns entgegen dem Recht dazu zu nötigen, auf deutsche Gebiete zu verzichten. Sie konnten aber weder die Polen noch die Tschechen dazu zwingen, den in den annektierten Gebieten noch immer lebenden Deutschen ihren Status als Volksgruppenminderheiten, die auf Schutzrechte Anspruch haben, abzuerkennen. Nicht ohne Ironie dürfen wir seit 1990 feststellen, dass zumal in den Distrikten jenseits der Oder-Neiße die deutsche Volksgruppen mit Nachdruck auf ihre Rechte zu pochen beginnen. Es handelt sich um dieselben Volksgruppen, die von der Warschauer Regierung und der polnischen Klärung jahrzehntelang vehement als inexistent bezeichnet worden sind. In Westdeutschland hatte sich seit Bundeskanzler Adenauer eine fast vollständige Ausrichtung auf Westeuropa und die Vereinigten Staaten durchgesetzt. Die Entwicklung in der damaligen DDR und das Leben der 17 Millionen Deutschen jenseits von Elbe und Werra ist weitgehend ausgeblendet worden, zumal im Schulunterricht und in der öffentlichen Information durch die Medien. Sendungen wie die TV-Reihe Kennzeichen D haben in erster Linie der Anprangerung des SED-Regimes gedient. Das praktische Leben der Landsleute in Mitteldeutschland ist jedoch ins Nebelhafte verschwunden. Selbst die geografischen Kenntnisse sind schütter geworden bis zum Lächerlichen. Im Zweifelsfall haben unsere Schüler über Lyon oder Genf besser Bescheid gewusst als über Erfurt, Rostock, Halle, Dresden, Leipzig oder Frankfurt an der Oder. Die Wiederherstellung Deutschlands, wenn auch in der territorial kleinsten Form seiner Geschichte, hat schon jetzt eine Verlagerung der politischen Brennpunkte mit sich gebracht. Das Ende der Politik Westdeutschlands als vornehmliche Westbezogenheit ist in Sicht. Das bedeutet eine Berichtigung der Schlagseite. Deutschland ist wieder die Mitte Europas. Und damit hat die Westorientierung ihre Grundlage eingebüßt. Und deshalb existiert auch nicht mehr die Begründung für unsere frühere Westbezogenheit, die von der CDU auf ihrem Wiesbadener Parteitag im Oktober 1972 mehr als deutlich formuliert worden ist. Es heißt in dieser Erklärung, wir haben unsere Zukunft endgültig auf den Vorrang der Politik der Vereinigung des freien Europa gesetzt. Vom Westen, der in den letzten Jahrzehnten so oft zitiert worden ist, bleibt nicht viel übrig, wenn die Staaten Mittel- und Ostmitteleuropas genauso frei sind wie die Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass selbst das Industriegefälle und die Unterschiede des Bruttosozialprodukts nichts über das Schwergewicht aussagen, das dem neu formierten Europa zukommen wird. Und das neu formierte Europa wird das Europa der Geschichte sein und das Europa seiner Völker. Diese Tatsache bringt auch eine neue Orientierung der Außenpolitik Deutschlands und damit eine Richtungskorrektur mit sich. Russland und Deutschland werden ihre historische Partnerschaft, die durch das ganze 19. Jahrhundert bestanden hat und die bis auf Peter den Großen zurückgeht, wiederbeleben. Unsere europäische Brückenfunktion zwischen Ost und West wird erneut zu einem unübersehbaren Politikum werden.
Für den Geschichtsunterricht und damit für das neue Geschichtsbild zeichnet sich schon heute eine klare Zuwendung zum Gebiet der früheren DDR ab. Das ist gar keine Frage. Und diese Richtung wird sich zwangsläufig auch auf die deutschen Ostgebiete erstrecken. Ostpreußen, das Land, seine Städte werden im Geschichtsunterricht unweigerlich dieselbe Bedeutung erhalten, wiedererhalten wie Krakau oder Thorn, Posen oder Bromberg, Breslau oder Kolberg. Und zwar keineswegs aus aktuellen Gründen, sondern weil sie zentral zu unserer und zu der europäischen Geschichte gehören. Meine Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem Grundvertragsurteil vom 31. Juli 1973 erklärt, dass trotz des Jahres 1945 und der Kapitulation der deutschen Wehrmacht das Deutsche Reich fortbestehe. Es sei lediglich zurzeit handlungsunfähig. Auf dem Fortbestand des Deutschen Reiches baue auch das Bonner Grundgesetz auf. Die Siegeralliierten hatten dies anerkannt, da sie sich hinsichtlich der Rechte und Verantwortlichkeiten für Deutschland als Ganzes als zuständig erklärt haben. Zusätzlich stellte das Bundesverfassungsgericht am 7. Juli 1975 fest, dass Polen und die Sowjetunion auch in den deutschen Ostgebieten nur die Verwaltungshoheit besäßen, nicht jedoch die territoriale Souveränität. Unser höchstes Gericht hat schließlich in seiner Entscheidung vom 21. Oktober 1987 nochmals bestätigt, dass das Deutsche Reich, der deutsche Gesamtstaat, völkerrechtlich fortexistiere. Wir müssen die Rechtslage und die Frage der tatsächlichen Existenz des Deutschen Reiches zurzeit nicht diskutieren. Für das neue Geschichtsbild ist etwas anderes wesentlicher. In der deutschen Geschichte hat das Reich durch ein Jahrtausend die oberste Richtkategorie dargestellt. Das Reich ist nicht nur ein Telos gewesen, sondern auch ein Faktum. Selbst Goethe hat, als das Erste Reich schon zerfallen war, die Frage gestellt, wodurch ist Deutschland groß, als durch eine bewunderungswürdige Volkskultur, die alle Teile des Reiches gleichmäßig durchdrungen hat. Immer hat die Reichsidee über ihren konkreten Ausformungen gestanden, über der Existenz des Reiches, ob es sich nun um das Heilige Römische Reich gehandelt hat oder jenes deutscher Nation, ob es eine Verstümmelung nach dem Westfälischen Frieden 1648 gewesen ist, die sich dem Juristen Samuel von Pufendorf der staatsrechtlichen Formulierung gezogen hat oder jenes politisch total ausgehöhlte Reich, das 1806 aufgelöst worden ist. Die Reichsidee ist immer mehr als ihre materielle Form gewesen. Nicht zuletzt deshalb, weil sie im Fadenkreuz von Europas deutscher Mitte das einzig sinnvolle Moment der Ordnung eingeschlossen hat. Und deshalb hat neben allen berechtigten und zu Unrecht ausgebeuteten Mythen auch Bismarck in erster Linie die Gliederungsfunktion des Reiches geschätzt. Er hat gesagt, in einem geordneten Gemeinwesen soll jede Person und jedes Bekenntnis das Maß der Freiheit genießen, welches mit der Freiheit der übrigen und der Sicherheit und Unabhängigkeit des Landes vereinbar ist. In dem Kampfe für diesen Grundsatz wird Gott das Deutsche Reich auch gegen solche Gegner schützen, welche seinem heiligen Namen einen Vorwand für ihre Feindschaft gegen unseren inneren Frieden entnehmen. Und als 80-Jähriger, 3 Jahre vor seinem Tod, 1898, hat er daran erinnert, dass es kein Leben ohne Kampf gebe. Deshalb sei er überzeugt, dass man in allen Kämpfen jetzt wörtlich immer einen Sammelpunkt haben muss. Und das ist für uns das Reich. Zurzeit ist Deutschland dabei, sich erneut als Staat und als europäische Mitte zu restituieren. Dieser Tatsache gegenüber rückt die Frage, wie es mit seinen Grenzen im Zeichen des zwingenden Völkerrechts steht, in den Hintergrund. Sie verliert an Bedeutung gegenüber dem Ordnungsprinzip, das sich in Deutschland ausdrücken wird. Jenes Prinzip universaler, übernationaler Gliederung, das dem alten Reich zugrunde gelegen hat und um das sich das neue Geschichtsbild zentrieren wird. Vor einigen Jahrzehnten hat Eugen Rosenstock-Hüsse die künftige Funktion Deutschlands umrissen, und zwar so: ganz Deutschland, aber nicht sich selbst überlassen. Nicht autonom oder souverän, ganz Deutschland, aber nicht in Parteien aufgelöst, sondern als Reichskörper wirksam. Und der österreichische General Heinrich Freiherr
Jordis von Lohausen hat vor knapp eineinhalb Jahrzehnten Deutschland politisch definiert als Heimat des übernationalen Reichsgedankens und hat wenig später im gleichen Zusammenhang in einer seiner kühlen Analysen die Unentbehrlichkeit eines Vierten Reiches konstatiert. Meine Damen und Herren, immer wieder hören Historiker das Zweifelnde, was lässt sich aus der Geschichte lernen? Eine Frage von gnadenloser Schlichtheit. Sie ist von jeher falsch gestellt worden. Es geht nicht darum, was die Geschichte lehren kann und lehrt, sondern um das Problem, warum man nicht aus ihr lernt, nicht lernen kann oder lernen will. Was Nutzanwendungen betrifft, verhält es sich mit der Geschichte nicht anders als in jeder Sparte, in der es um unsere Lernbereitschaft und Lernfähigkeit geht. Die Restitution Deutschlands gegen Ende unseres Jahrhunderts bedeutet auch die Restitution des historischen Europas aufgrund der jüngsten Entwicklung. Die Neuordnung ist angewiesen auf die zentripetalen Kräfte Deutschlands inmitten des Kontinents. Welchen Namen man dieser Tatsache geben wird, ist belanglos, denn der Sache nach wird es sich um eine Renovatio der Reichsidee handeln. Das eben verklammert Deutschlands neues Geschichtsbild mit seiner aktuellen Lage. Wer fähig ist, die Wirkungen der früheren Ereignisse und Phänomene bis in seine Zeit zu verfolgen, der begreift sowohl ihren Sinn als auch denjenigen der heutigen Geschehnisse. Und deshalb muss derjenige, der eben aus der Geschichte nichts lernen will, unweigerlich seiner Gegenwart das Lehrgeld bezahlen. Niemand wird die katastrophalen Widersprüche in unserer Geschichte und diejenigen der deutschen Eigenart bestreiten. Sie geben unserem Elend die Begründung, sie garantieren uns aber auch mehr Selbstbewusstsein als dasjenige, was andere Völker heute als ihre Größe rühmen oder ihre Gloire. Wir könnten es als Mut bezeichnen, als Mut, wir selbst zu sein, mit unserer Liebe zu unserem Volk, mit unserer Zuversicht und der Unbeirrbarkeit derjenigen, die das heute besitzen, weil sie das gestern trotz seiner Schatten nicht als Hypothek und Verurteilung des Künftigen ansehen. So ist auch die Geschichte Deutschlands in unserer Gegenwart geprägt von Triumphen der Leistung und des Erfolgs. Sie trägt aber auch das Keinsmal des Selbstzweifels und des fehlenden Sinns für gelassene Würde. Sie ist verschattet von einem Übergewicht niedriger Instinkte und von weit verbreiteter Korruption. Auch wegen solcher Tatsachen kommt unserem Geschichtsbewusstsein und dem neuen Geschichtsbild eine so hohe Bedeutung zu. Mehr als vier Jahrzehnte haben wir uns dazu nötigen lassen, zu unserer Vergangenheit wie zu einer Klagemauer zu pilgern. Wir haben in dieser Zeit allerdings auch gelernt, dass wir uns nur selbst betrügen, wenn wir uns mit Geschichtslügen und einem grotesk verzerrten Geschichtsbild hinters Licht führen lassen. Die Wiederherstellung Deutschlands erzwingt eine Korrektur dieses Bildes von Grund auf. Und damit wird eine der stabilsten Mauern fallen, die ähnlich wie die Berliner Mauer unser Inneres eingegrenzt hat und hinter der wir gefangen gewesen sind. Und deshalb wird das neue Geschichtsbild vor allem dazu beitragen, dass wir in Zukunft nicht mehr die Grenzen zwischen Vergangenem und Unvergänglichen verwischen und nicht mehr das eine durch das andere entwerten lassen.